Und schon ist es wieder die vierte Begegnung am heutigen Sonntag. Österreich trifft auf die Jungs der Stars and Stripes, auf das Team der USA. Und heute soll es für Österreich möglicherweise die ersten Punkte geben, aber auch für die US Boys. Wir erinnern uns, zum Auftakt unterlag die USA bei dieser WM virtuell mit 1:4. Die Österreicher von Beginn gegen Schweden an ebenfalls die Niederlage mit 1:4. Also für beide Teams geht es heute um die ersten Punkte hier virtuell. Finnland aktuell auf Rang 1 vor Lettland, Tschechien und Schweden. Dann Norwegen, die USA, Österreich und Großbritannien bislang ohne jeden Zähler bei dieser WM. Nicht mit eingerechnet natürlich die heutigen Partien. Dort spielte bereits Norwegen gegen Großbritannien in dieser Gruppe B. Das werde ich natürlich immer erst am nächsten Tag wieder entsprechend mit einfließen lassen. Österreich in den roten Trikots im ersten Durchgang von rechts nach links. Die USA in weiß von links nach rechts. Unterweger auf Schneider. Österreich von Beginn an sehr zielstrebig. Liebler, aber klasse abgewehrt von Jean Gillies, dem Torhüter bei den US Boys. Zusammen mit Strauss-Mann bildet man ja dieses Torhüter-Duo. Auf der anderen Seite Bernhard Starkbaum zusammen mit David Kickert. Also es wird ein wichtiges Duell sein für beide Mannschaften. Es ist das 18. Mal, dass man sich hier gegenübersteht. Nedeljkovic, der Dritte im Bunde, der heute zwischen den Pfosten steht, entsprechend. Ja, wie gesagt, es ist das 18. Aufeinandertreffen. Nur zweimal konnte Österreich bislang als Sieger vom Eis gehen. Und hier ist es Kanal, der aber genau das entsprechend ändern will. Manuel Kanal, der Bludenzer, mit der Führung für das Team der Österreicher. Vorletzte Saison als Kapitän in Klagenfurt aufgelaufen. Auch schon seit der Saison 2015-2016 beim Klagenfurter AC. Einmal holte er mit den Klagenfurtern entsprechende Titel. Und das ist Nissner. Und das ist ein richtig bitterer Einstand hier für die Stars and Stripes. Ganz, ganz bitter. Benjamin Nissner, der hier gleich mal noch einen drauflegt. Und für Österreich innerhalb von 8,5 Minuten auf 2:0 erhöht. Was ist das für ein Start für die USA, die ja eigentlich ganz oft gebeutelt ist bei einer Blatschen-Eishockey-Weltmeisterschaft. Viermal kam man in den letzten 9 Jahren unter die Top 3. Heute ist es natürlich ebenfalls ein schweres Unterfangen. Die Topstars allesamt, sie fehlen im Aufgebot der USA. Head Coach Jack Capuano. Da ist Kuhlmann auch hier wieder nicht zwingend genug. Die USA 2014 holte man bei einer Blatschen-Eishockey-Weltmeisterschaft den 3. Platz. 2016 wurde man Vize-Weltmeister, verlor gegen Tschechien im Finale ein Jahr später. Dann holte man virtuell den Titel hier bei der Blatschen-Eishockey-WM gegen Dänemark, gegen den überraschenden Finalisten von 2017. Aber seitdem gab es für die USA nur noch einmal einen Erfolg zu feiern, nämlich einen erneuten 3. Platz. Und das war 2019 bei der Blatschen-Eishockey-WM. Also es ist für die USA immer schwierig. Und ja, gerade jetzt auch mit dem Wissen, dass man entsprechend die Topstars nicht mit dabei hat, ist das natürlich schon eine schwierige Geschichte. Und Kaspar, der erhöht auf 3:0. Und was ist hier denn los? Die Österreicher, die geben Gas und die spielen wie von der Tarantel gebissen. Marco Kaspar, 3:0. Wahnsinn, der Innsbrucker. 18 Jahre jung. Und in Röckle in der Svenska Hockey League unter Vertrag, spielt dort immer wieder für die Junioren, für die U20 und auch für die erste Mannschaft in der Svenska Hockey League. 46 Mal in dieser Saison
absolviert. Aber das ist, für die Österreicher ist das richtig, richtig gut. Die erwischen hier die Jungs der USA auf einem ganz, ganz bitteren Fuß. Und man hat nicht unbedingt einen schlechten Kader mit Seth Jones. Man hat Andrew Peakey, man hat Nate Schmidt, man hat Alex Galchenyuk, man hat Carson Kuhlman, Sam Lafferty, Ben Myers, Austin Watson. Also sind wirklich fast ausschließlich Spieler aus der National Hockey League, die hier aber keine Einheit bislang bilden. Und dementsprechend mit 3:0 den Österreichern hier erstmal die Führung überlassen. Nedeljkovic, der sah da auch immer das ein oder andere Mal relativ unglücklich aus. Aber da bin ich gespannt, ob diese Partie in Wirklichkeit heute auch so ablaufen wird. 9:3 die Schussstatistik für die Österreicher, die hier wirklich, ja, top aufgelaufen sind. Wahnsinn. Macht richtig viel Spaß, den Österreichern zuzuschauen. Gegönnt sei es ihnen auf jeden Fall. Und hier bei einer platschen Eishockey-WM, wir wissen, es sind immer die Möglichkeiten, es sind immer die Chancen auf Siege für gewisse Mannschaften, die man vielleicht so nicht erwartet hätte. Und genau deshalb machen wir das. Genau deshalb wollen wir hier diese Eishockey-Weltmeisterschaft immer wieder zelebrieren. Zum 10. Mal bereits in ihrem Bestehen. Also das ist schon heftig. Und wir hoffen auf viele weitere Jahre der Platschen Eishockey-WM. Wäre natürlich sehr, sehr schön. Aber im Endeffekt mal sehen. Viertelstunde noch im Mittelabschnitt. Die USA muss jetzt etwas mehr Zug zum Tor bekommen. Die USA braucht Erfolge. Die USA braucht hier unbedingt ein Erfolgserlebnis. Das 1:3 wäre WW-Band wichtig. Jones, der macht's! Und das kommt quasi wie auf dem Fuße. Und niemand Geringeres als Caleb Jones bringt diese Mannschaft hier in Führung. Sehr schöner Spielzug, der Bruder von Seth Jones mit dem Treffer zum 1:3. Und schon darf die USA wieder hoffen. Auch in Wirklichkeit ist es sehr lange her. 1960 wurde man zuletzt Eishockey-Weltmeister. Seitdem gab es 7-mal Bronze und sonst nichts Zählbares für die USA. 1983 sogar die Teilnahme in der BWM, holte man den 9. Platz. Aber durchaus die Mannschaft der USA, ja, absolut gefragt. 10 Minuten noch, Hälfte der Partie ist vorbei. Nate Schmidt, Carson Kuhlmann, Sam Lafferty. Jetzt einen Anschlusstreffer herstellen, das wäre ganz wichtig für die US Boys in dieser Situation. Aber das bleibt erst einmal aus. Aber sie geben Gas. Man spürt den Frust bei den US-Amerikanern. Nach diesem 0:3 hat man sich hier jetzt besser in die Partie eingespielt. Jetzt im Endeffekt nur noch in dem Anschlusstreffer münden müsste, dann wird es schon wieder richtig eng für beide Teams. Denn dann haben sie die Möglichkeit, mit nur einem Treffer wieder auf 3:3 ausgleichen zu können. Und das wäre wirklich eine Mannschaftsleistung, die man absolut verdient hätte. Bordelot, der bringt die USA wieder ran. Thomas Bordelot. Der Mann der San Jose Sharks, 20 Jahre jung,
den Draft erst 2020 durchlaufen, an Position 38. Also in der zweiten Runde gedraftet. Und diese Saison hat er dann den Sprung zu den San Jose Sharks geschafft. 8-mal stand er für die auf dem Eis. 5 Assists hat er erzielt, 5 Punkte in der Season. 2-mal ging es für ihn in die American Hockey League zu den San Jose Barracuda. Auch da konnte er 3 Tore vorbereiten. Also durchaus erfolgreiche erste Saison für den jungen 20-jährigen Thomas Bordello. Gleichzeitig auch noch 37 Mal für die University of Michigan aufs Eis gegangen. Auch dort erzielte er 37 Punkte in der abgelaufenen Saison. Wichtiger Treffer für die US Boys. Ganz wichtiger Treffer. Denn jetzt mit nur einem Treffer steht man hier wieder auf Unentschieden. Und 20 Minuten hat man noch Zeit. 20 Minuten, in denen man durchaus die ein oder andere Speerspitze noch treffen kann. Klasse Tor von Thomas Bordello. Übrigens die US-kanadische Nationalität. Thomas Bordello, also geboren in Houston in Texas. Und verfügt eben über beide Nationalitäten. Vater Sebastian Bordello. In Vancouver, in British Columbia geboren. Er hat sogar die kanadisch-französische Nationalität. Der 47-Jährige ebenfalls lange in Diensten etwaiger NHL-Teams. In der National Hockey League hat er 251 Partien absolviert. Unter anderem für die Phoenix Coyotes, damals noch für die Minnesota Wild, die Nashville Predators und auch die Montreal Canadiens. Und der Sohn tritt da in gute Fußstapfen. Nord, es ist tatsächlich geschafft. Seth Jones, der macht hier das 3:3 für die US-Amerikaner. Und was ist das tatsächlich? Für eine Moral bei den US-Amerikanern. Alex Galchenyuk, Jones, natürlich jetzt auch die Österreicher enorm unter Druck. Denn ja, die 3:0-Führung, die man sich so mühevoll herausgespielt hat, die ist dahin und jetzt liegt man hinten. Jetzt liegt man hinten. Vinny Lettieri, der Mann der Anaheim Ducks, bringt die USA in Führung. Es ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. Aus 0:3 machen die US-Amerikaner ein 4:3. Und ja, ein Ende ist nicht in Sicht. Und noch einmal Vinny Lettieri direkt im nächsten Angriff. 5:3. Und jetzt bröckelt die Verteidigung der Österreicher. Wahnsinn. Was für eine bittere Zeit jetzt für die Truppe von Roger Bader. Seit 2016 der Schweizer Head Coach bei den Österreichern. Haudum. Aber das tut schon weh. Das ist schon richtig, richtig bitter. Man hatte die 3:0-Führung. Und mittlerweile steht es hier 3:5 aus Sicht der Österreicher. Und das wird schwer, hier wieder ranzukommen. Da dürfen wir uns, glaube ich, alle nichts vormachen. Das wird unheimlich schwer. Ob die das überhaupt schaffen, das sei am Ende mal dahingestellt. Sam Lafferty. Aber das zeigt auch die Moral der US-Amerikaner. Das zeigt auch, dass man selbst bei der 3:0-Führung diese Mannschaft nicht abschreiben sollte, nicht abschreiben darf. Denn ja, man sieht, das wird vehement bestraft. Zum Leidwesen der US-Boys. Wahnsinn. Wahnsinn.
Noch 5 Minuten. Und es sieht wirklich nicht danach aus, als würde Österreich hier noch einmal rankommen. Starkbaum. Drei Minuten 15. Österreich war so knapp dran. Und es ist ähnlich. Wir erinnern uns an den Auftakt der deutschen Nationalmannschaft, die eine halbe Minute vor dem Ende mit 3:1 hier virtuell gegen die Kanadier führten. Und Piki, der setzt hier noch einen drauf. 6:3. Und dann nur 5 Sekunden hat Kanada gebraucht, um aus einem 1:3 ein 3:3 zu machen. So fühlen sich auch die Österreicher, allerdings da mit der 3:0-Führung, wie sagt man so gerne, in den USA, 6 unanswered goals. Aber verdient. Unter allen Umständen tatsächlich verdient. Diese 3 Punkte für die USA, die unheimlich wichtig sind. 2 Spiele dürfen wir heute noch sehen. Nämlich Dänemark gegen die Schweiz in der Gruppe A. Und Tschechien gegen Schweden in der Gruppe B. Also das sind auch nochmal Top-Duelle, die wir hier sehen heute Abend. Unbedingt wieder einschalten. Oh, sie erhöhen sogar noch auf 7:3. Das ist schon wirklich eine Abfuhr, die die Österreicher hier hinnehmen müssen. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Schneider. Und auch wenn dieses Ergebnis am Ende eindeutig ist, lange sah es wirklich nicht danach aus. Nedeljkovic im ersten Durchgang, der hatte tatsächlich seine schwierigen Momente. Aber es muss weitergehen. Auch für Österreich birgt die WM noch 5 weitere Partien. Hoho, dann ist das hier wirklich das 8:3, 2 Sekunden vor dem Ende. Alex Galchenyuk, der da einfach mal noch einen auspackt. Und da war Starkbaum, glaube ich, schon gedanklich tatsächlich in der Kabine. Also, die USA gewinnt gegen Österreich mit 8:3. Bittere Niederlage für die Nachbarn. Und für die USA ein wichtiger Sieg mit dem 8:3, und ich verabschiede mich von hier. Wie gesagt, 2 Partien kommen noch. Unbedingt wieder einschalten. Einen Daumen nach oben da lassen, würde mich mega, mega freuen. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Bloody LP.